Leute, heute machen wir das Forschungsbasis und das Forschungslabor, sagen. Und dafür werden wir unten einmal hinklatschen. Warum kann ich das nicht hier? Okay. Also es war nirgends was, was ich brauche. Dann geht's jetzt hier weiter. Hier hoch. Die Karte sagt noch nichts uns an, was wir vergessen haben. Das ist sehr schön. In diesem ganzen Gang hier ist nichts. Kann ich eigentlich gar nicht glauben. Jetzt sind wir irgendwo nirgendwo. Trinity aufstehen. Folgen Sie Sophias Weg zu Trinity Paradies. Aber noch viel mehr würde ich natürlich gerne etwas finden. Ich hab den Tod gefunden. Diese Steuerung. Ich bin immer noch froh, wenn ich schon bald hier durch bin. Also, man muss den anschießen. Man kann nicht erst im Flug hinschießen. Ich hab's verstanden. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Nochmal anschießen oder so anschießen. Nein. Kacke egal eigentlich. Aber das Spiel will. Jonah muss irgendwo da oben sein. Geil. Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin. Wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns Nein. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Wenn die Quelle erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du? Du wirst leben. Suchen Sie einen anderen Weg. Konstantin, der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Schon unterwegs. Vielleicht wünscht sie sich jetzt, eben es nicht gemacht zu haben, uns zu verraten.
mein liebes Eichhörnchen. Es tut mir so leid. Na, was erwartet uns jetzt hier? Wölfe, Bär. Spuren. Hirsch. Verdammt, sie sind überall. Nicht angezeigt. 100%ig hier in dem Eck ist eins irgendwo. Feuer einstellen. Das ist nur ein Reh. Nervöser Zeigefinger. Sorry. Du hast etwas gesehen und reagiert. Ich hätte das gleich getan. Finden Sie Weg durch den Wald zur Trinity Pass. Sieht alles sicher aus. Halten wir die Augen offen. Ciao. Oh, zwei Headshots. Und Hubschrauber natürlich. Trophäe erhalten, war das wirklich nötig? Einer von vier Treibstofftanks zerstört. Ja, es war nötig. Aber wo ist das kleine Häschen? Das kleine Häschen ist weg. Sonst ist hier aber jetzt nichts. Okay, vier Treibstofftanks. Hört sich aber machbar. Was ist passiert? Der Truck hat sich schwer. An diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Gut. Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer zu sagen. Constant. Achtung! Angriff! Ich brauche diesen einen Skill, dass ich mehr Rüstung schneller zu Tod gehe. Scheine ich aber immer von denen auch Bergung looten zu können. Heißt nächster. Nächstes Lager ist uns. Da werden wir ein bisschen was machen. Craften müssen. Ich will nicht alle Eichhörnchen töten. Ich mag Eichhörnchen. Aber hier ist sonst nichts, was ich so sehe. Da oben ist was. Irgendwas ist da oben.
verpasst hast. Noch höher kann ich nicht. Aber es reicht mir, das Bein schon fast zu brechen. Hier ist nichts. Ich finde zu wenig Sachen, das gefällt mir gar nicht. Da ist mal was. Aber auch nur eine Karte. Ich finde nichts von Bedeutung. Das finde ich gerade wälzt, weil ich irgendwas schon wieder übersehen habe, ich weiß es. Ich habe wieder Sachen übersehen, da wette ich drauf. So ausgeschwärmt, Junge. Jetzt schwärmt niemand mehr. Okay, jetzt wird geballert. Schweres Geschütz. Trophäe halten, verlässlicher alter Freund. Nächste Trophy. Noch mehr Bergen. Da geht's weiter. Also laufe ich erstmal hier lang. Da hoffen wir, dass wir was finden. Und sehe noch gar nichts. Okay, hier oben kann ich mich irgendwo hinkraxeln. Bedeutet eigentlich, dass ich irgendwo hinspringen könnte. Aber aus könnte kommt nichts. So langsam mache ich mir Sorgen, wo das alles sein soll. Aber ich glaube kaum, dass das alles dann in einem Fleck sein wird. Hey, hier haben wir 10.000 Sachen für dich, weil du mir ja nicht ziehst. Aber hier haben wir was. Weil ich ein paar Ölfässer kaputt mache. Also, dass du herkommen sollst. Wie lange überlebt der? Ich mach alles. Nimm es. Danke. Boah.
Also ich finde hier nichts, dann gehe ich jetzt zu diesem Relikt. Da ist was. Hm, endlich! Ein altes sowjetisches Schild. Jetzt muss ich aber mal auf die Uhr schielen. Da ist was Geiles. Aber ich will heute nur 40 Minuten machen, dann geht's ab ins Heierbettchen. Ein Feuer! Ja, da muss sie dann näher sein. Das ist Relikt. Ein Stempel für offizielle Trinity-Schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Ja, Wetterstation. Bloß ein Fähigkeitenpunkt. Fast voll. Inventare. Es fehlt immer noch Fell. Box, die ich vorhin gesehen habe, die müsst ihr dann irgendwo hier verstecken sollen, als sie die Chance hatten. Sie war recht nützlich, hat uns hierher geführt, oder? Glaubst du, Trinity wollte sie rekrutieren? Es steht uns nicht zu spekulieren. Die Befehle sind klar. Sag mal hier. Kontakt, erschießen wir sie. Schrotflinte freigeschaltet. Nein. Hier war noch einer. Pistole freigeschaltet. Jetzt geht's hier mal richtig ab. Beide Truhen habe ich. Zwei Relikte fehlen noch. Vier Dokumente. Drei Überlebensverstecke. Eine Herausforderung. Zusammen mit den anderen ab. Noch nicht. Wir halten die Augen offen und drehen uns im Rund. Was war das? Gar nichts, habe ich vorbeigeschossen. Boah. Die alle her. Hier bin ich. Hier bin ich, hier bin ich. Hier bin ich. Nur du und ich. Okay, dann komm. Du hast verloren. Damit kann ich kein Bergungsgut mehr nehmen. Ja, ich kann kein Bergungsgut mehr nehmen. Was ist das?
hier. Kann ich wieder irgendwo hinklettern? Laufen und endlich was gefunden. Ein Anhänger. Nein, Moment. Eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. Klein ist wiederum gegeistert. So. Sankt Peregrinus. Schutzpatron der Todkranken. Hast du jetzt erst gesehen? Das hab ich schon zigmal gelesen. Sagen wir was? Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Dafür müssen andere leiden. So, hier sind ganz viele Dokumente. Wir sind alle über uns. Hier komme ich aber auch irgendwie hin. Das würde mich jetzt enttäuschen. Wenn ich jetzt im Kreis laufen würde, für nichts und wieder nichts. Aber... Kacke. Hier ist noch was? Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert.
Kommt da noch was? Was steht denn da? Wenn's nicht will. Können das auch noch was? Hier drin geht's irgendwie weiter. Leider hoch, schade. Da muss ich wohl oder übel hier lang. Hier ist noch was? Ich sterbe nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert in unsere Jugend, Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind, immer neugierig, immer fragend, ängstlich, was die Zukunft bringen würde, ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen, ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Diesmal war ich nah dran. Ich dachte, wenn ich dich finde, weiß ich vielleicht irgendwas, das uns hilft. Das habe ich herausgefunden. Hier läuft eine Operation. Etwas Großes. Hunderte von grimmigen Soldaten. Keine Abzeichen. Kein Nichts. Alle in dieser alten russischen Anlage. Scheint eins dieser furchtbaren Gulag-Gefängnisse gewesen zu sein. Und ich bin hier, weil ich dachte, du brauchst mich. Aber Gott, wie blöd bin ich denn? Nicht mehr lange, und ich bin der, der Hilfe braucht. Ich hoffe inständig, dass du lebst und dass du hören kannst. Ich bleibe außer Sicht, solange ich kann, aber es wird verdammt kalt hier draußen. Ich muss bald irgendeinen Unterschlupf finden. Eine Herausforderung und drei Überlebensverstecke fehlen noch. Den Rest haben wir tatsächlich jetzt alles gefunden. Hallo. Und Sie wissen alles. Es wird langsam ermüden. Fügen Sie sich Gottes Willen! Wenn Sie hier predigen wollen! Jonah! Jonah! Ich rette dich! Betreten Sie den Gefängnisblock. Sie wollen Jonah töten. Mann! Ich verliere das mal.
Alter! Ich wollte looten, jetzt fällt hier alles auseinander. Was ist das denn? Wie erbärmlich, jetzt bin ich irgendwo hier unten. Wie viel kann noch schief gehen? Zusammengetrieben werden und exekutiert. Halt dein Maul, hab ich schon gesagt. Da ist die Tasche. Sag ich doch. Damit sind die Münzverstecke jetzt geortet und ich hab sie natürlich verpasst, alle. Ich darf wieder zurück. Und dann. Nein! Manchmal stürzt sich Lara einfach in den Tod und ich kann nichts dagegen tun. Sie läuft einfach weiter und stirbt. Ach nö. Ich dafür, dass die Gefangenen zusammengetrieben werden. Warum? Und exekutiert. Lass mich doch in Ruhe, halt dein Maul, hab ich gesagt. Ja, besser. Okay, deutlich besser. Ich habe schon den Arm gebrochen. Also, wo bin ich jetzt? Finden Sie Jonah. Da ist ein Dokument hinter mir. Ich denke, es gibt gar keine Dokumente mehr. Werde ich hier betrogen und beschissen. Doch, eins noch. Lara, ich glaube, ich habe deine Spuren gefunden. Ich wusste, dass du lebst. Es braucht mehr als 1000 Tonnen Eis und Schnee, um meinen kleinen Vogel auszuschalten. In den Wäldern passiert etwas Merkwürdiges. Und es ist nicht Trinity. Jemand anderes beobachtet mich aus den Bäumen. Ich hatte etwas Essen im Rucksack. Alte Energieriegel. Aber sie sind fast alle. Hab die letzte Nacht in einem toten Baum geschlafen. Und heute Morgen war da ein Geschenk für mich. Trockenfleisch und Beeren, eingewickelt in ein Hirschfell. Ich dachte erst, ich träume, aber hier ist jemand, der sich um mich kümmert. Ich hoffe, sie kümmern sich auch um dich. Ne, wir kümmern uns immer um uns selbst, leider. Wir haben nie so viel Glück, Jonah. Nie. Hallo. Hier irgendjemand? Psst. Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Nein. Bitte, bitte nicht. Hör nicht auf ihn. Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Ja, ich bring dich um. Schießt sie doch einfach geschossen, Junge. Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Das wirst du bereuen. Wir wissen ja, dass im dritten Teil wieder da ist.
Ich hätte ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet, ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Da kommt er. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Okay. Verriegelt die Tür. Trophäe halten um jede... Alle Einheiten, komm! Wir müssen uns um sie kümmern! Wir sind fast in Position. Das bedeutet, aber das Ziel liegt im Blick. Erwarte bitte. In der nächsten Folge werden wir... Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity? Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Jetzt sind sie auf uns aufmerksam. Wir gehen jetzt in den Angriffsmodus. Wir werden jetzt alles ausmerzen. Es gibt keinen Spaß mehr. Wir werden alle umbringen, töten. Niederholzen. Aber das werden wir natürlich erst in der nächsten Folge machen. Wo sind wir jetzt? Forschungsbasis. Ich hoffe, wir schließen die in der nächsten Folge auf 100% ab. Macht die Herausforderung noch nebenbei. Hier müsste dann irgendwo noch dieses eine Ding zum Zerstören sein. Dann gehen wir nochmal zurück, machen die drei Überlebensverstecke. Dann haben wir auch hier 100%. Dann sind es, glaube ich, noch zwei Missionen bis zum Finale. Oder nur noch eine bis zum Finale. Die übernächste ist, glaube ich, das Finale. Das heißt, wir werden nochmal zurückgehen, ein bisschen looten und so weiter. Und Spaß haben. Bis dann. Ciao.